Ich grüße euch und jetzt schauen wir uns an, was sich hinter den Mauern verbergen oder verbirgt. Du hast das Gefühl, dass du sobald nicht mehr rauskommst, wenn du da hineingehst. Willst du trotzdem hineingehen? Ja. Dann ist das also wirklich der Tempel, der früher unter Tage war? Ich möchte wissen, warum er gerade jetzt aufgetaucht ist. Ich habe auf euch gewartet. Wie ich sehe, sind noch nicht alle da. Naja, sie werden schon noch rechtzeitig eintreffen. Goodwin, was geht hier vor? Ich habe auch gehört, das Tor zur Unterwelt sei so weit, sich zu eröffnen. Du hast recht, Yusei. Leider ist es zu spät für dich, es noch aufzuhalten. Was? Aber das bedeutet... Ja, diese Welt ist am Ende. Der König der Unterwelt ist in diesem Moment auf dem Weg zu diesem Tempel. Was soll das heißen? Das soll heißen, ich habe ihn hierher gerufen. Dieser Tempel ist der Ort des heiligen Rituals, das seiner Begrüßung dient. Unmöglich, Goodwin, du? Begreifst du jetzt? Ja, alles verläuft genau nach Plan. Zur erfolgreichen Durchführung des Rituals habe ich euch Seidners mit dem purpurnen Drachen gerufen. Leider wurde die Macht des purpurnen Drachen zerstreut und ist daher zurzeit unvollkommen. Warum tust du das? Es ist zu früh, dies zu enthüllen. Wenn der König der Unterwelt kommt, werdet ihr es verstehen. Wie auch immer. Wenn du dir das hier mal ansiehst, verstehst du vielleicht. Ne. Das ist doch wie bei Misty. Sollen wir anfangen? Ich werde das Ritual direkt durchführen. Nein! Wenn ihr mich aufhalten wollt, musst du mich in einem eurer heißgeliebten D-Run-Rennen schlagen. Ach du Feigling! Rennt einfach weg oder haut einfach ab! Warte, Goodwin! Damit werde ich dich nicht davonkommen lassen! Hinter ihm her, Yanka! Was für eine Pussy! Erst sich so aufmucken und dann auch abhauen. Das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Und naja, ich war früher Hauptschüler und so. Ja, verdammt! Ja! Ja, ich hab schon mal... Warum ist mein D-Way so langsam? Kommt mir das nur so vor, oder... Mein Diebel ist zu langsam. Super. Jetzt werde ich verlieren. Und ich muss mir diesen scheiß langen Dialog nochmal anhören. Oh nein. Ah, schönes Spiel. Ja, Goodwin ist wie Sebastian Vettel und ich wie jemand anders aus der Formel 1, der immer weit hinten ist. Ach komm, wenn ich das noch schaffe, dann... Dann sollte mich die Formel 1 aufnehmen. Ich bezweifle es, dass ich es schaffe. Es sieht einfach viel zu schlecht jetzt gerade im Moment aus. Das werde ich nicht schaffen. Ich fasse jetzt einfach mal noch schnell zu Ende. Und dann falle ich in Ohnmacht.
Mann, was für eine Pussy. Das soll das Spiel auch wieder künstlich in die Länge ziehen. Ich glaube, ich mache dann einen Safe State. Nach diesem Dialog, da muss ich ihn mir nicht immer wieder neu anhören. Naja, dann schaue ich mir jetzt ein bisschen mal die Strecke an. Kann ja auch nicht schaden. Da bin ich später darauf vorbereitet. Ach komm schon, das macht gar keinen Spaß jetzt im Moment. Ich ramme hier eine Mauer nach der anderen. Das ist auch ein Grund, warum ich keine Rennspiele let's playen möchte, weil ich nicht weiß, wie ich es kommentieren soll. Ich meine, was soll ich dazu sagen? Jetzt fahren wir nach rechts, wir fahren nach links, jetzt fahren wir geradeaus, im Moment ist Godwin vorne. Und Godwin hat gleich die Ziellinie erreicht, während wir hier noch, ja, woanders sind. Was für eine Pussy. Ah, ja, ja. Wie eine gloriöse Aktion von Konami. Sie spielen das Spiel wieder. Ja, ihr wisst schon, ne? Und so. Ich habe das hier schon öfters gesagt in diesem Let's Play. Langsam muss ich es nicht mehr sagen. Ihr wisst es ja schon selber bereits. Vielleicht sogar schon besser als ich. Okay, wieder ein Dialog, den wir uns schon angehört haben. Ich glaube, das überspringe ich. Bis gleich. Okay. Mann, der Dialog hat jetzt locker 2 Minuten gedauert. Unglaublich. So, jetzt aber Vollgas, hier gleich am Anfang. Vollgas sieht anders aus. Vollgas sieht anders aus, das ist zu langsam. Das ist echt viel zu langsam. Naja, aber ich glaube, das müsste schon klappen, irgendwie. Und vielleicht aber auch nicht. Oh, super. Wand gerammt. Also wenn ich merke, dass ich wieder failen werde, dann drücke ich F1, ne? Mein Gott, wie langsam war das am Anfang? Schneckentempo. Also auf einmal bin ich sauschnell. Ach, scheißendrich. Ich muss nur an dem Lappen vorbei. Da habe ich gewonnen. Habe ich die Pussy gefangen. Und habt ihr schon mal einen Endboss gesehen, der vor den, ja, der davonläuft? Ich noch nie. Ja, ich kann diese Kurve nie machen, ohne irgendetwas zu rammen. Kann ich ja auch mal runter vom Gas gehen. Ne, verloren. Das habe ich verloren. Und nochmal. So, jetzt gleich Vollgas. Ja. Das ist doch so ein Scheiß, echt ein großer Scheiß ist das. Also wenn Konami glaubt, das macht Spaß. Ne. Das macht keinen Spaß. Man kauft das Spiel, um Karten zu spielen und nicht irgendwelche Rennsimulationen zu machen. Also jetzt bin ich viel besser dran als vorhin. Und da ist er. Nein, Quatsch, das ist ja nur so ein Ding. Yeah. Ja, ich bin ihm dicht. Ich bin ihm fast am Arsch. Yeah. Gleich habe ich ihn. Oder vielleicht auch nicht. Die Kurve, die kriege ich jetzt wieder nicht so gut.
Die kriegt er immer besser hin als ich. Ja, es geht nicht ohne den Wandrahmen. Es geht nicht ohne den Wandrahmen. Es geht nur bei den Beschleunigungs-Dingern da. Ihr wisst schon. Wo man halt nicht, keine Kurven fährt. Pam, hurra! Also wenn ich an dem Ding noch länger als 10 Minuten brauche, dann werde ich cheaten, weil ich habe keinen Nerv für so einen Scheiß. Könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt, sowas ist echt unnötig. Bei einem Kartenspiel fucking Rennen fahren. Okay, wieder nicht geschafft. Und wenn der, wer auch immer da hatet, wenn ich dann cheaten werde, ne, der kann mein Mhm lecken, habe ich ja schon mal erwähnt. Ja. Sowas macht echt keinen Spaß. Was soll daran spaßig sein? Wow, ich fahr Rennen, aber ich wollte ein Kartenspiel spielen. Und jetzt fahre ich hier Rennen. Ist das nicht lustig? Hahaha, der größte Spaß, den ich jemals hatte. Das beste Spiel der Welt. Es wurde so lange in die Länge gezogen. Und jetzt ist es wieder soweit. Ein schönes Rennen in einem Kartenspiel. Ach, schön. Das ist so, als würde man bei Uno gleichzeitig ein Drive-By in GTA machen. Das kann man nicht verbinden, sowas. Ja, entweder man ist konzentriert und konzentriert sich auf die Karten oder man ist ein bisschen lässiger drauf und fährt ein Rennenspiel oder so ein Zeug. Aber man kann nicht beides in einem Spiel einbauen, das geht nicht. Ja, ich war schon immer dagegen, gegen solche Rennen hier in diesen 5Ds-Spielen. Ja, zum Glück ist es das letzte Let's Play von 5Ds, was ich machen werde. Es kommt nämlich kein Wert aus. Den 2011 werde ich nicht Let's Playen, da er meiner Ansicht nach viel zu schlecht ist. Auch wenn er so, so viel verkauft wurde, ich finde ihn einfach nur schlecht. Weil die langen Wartezeiten bei den Zügen des Gegners, die ertrage ich nicht. Deswegen werde ich dieses Spiel auch nicht Let's Playen. Ja, also das ist das letzte 5Ds-Spiel, was ich hier spielen werde. Nur so als kleine Ankündigung. Okay, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich suche nach Cheats im Internet. Das ist genauso ein Scheiß wie diese Scheißrätsel. Also bis gleich. Okay, ich habe keinen Cheat gefunden. Allerdings habe ich einen Cheat gefunden, der uns alle Duellteile unseres D-Wheels gibt. Und ich habe meinen D-Wheel jetzt so aufgebessert, dass wir es jetzt auf jeden Fall schaffen müssten. Ich werde euch dann nach dem Rennen die Teile zeigen, die ihr dafür benötigt. Man kann sie sich alle kaufen. Das ist meiner Meinung nach wieder so eine Stelle, damit man seinen D-Wheel extra noch aufwertet, damit man den Goodwin überholen kann. Ja? Und um die Teile zu kaufen, muss man wiederum ein paar Duelle bestreiten und Duelle geben auch wieder ein bisschen Zeit. Also wie das Spiel versucht, die Zeit in die Länge zu treiben, ist echt Wahnsinn. Ja, Kompliment an die Entwickler. Also ich habe noch nie so ein Spiel gesehen, was so verzweifelt versucht, es in die Länge zu ziehen. Ja, also erst einmal Respekt an euch, dass ihr sowas hinkriegt. Und ja, ich werde dieses eine Rennen jetzt machen. Wenn ich hier scheitern sollte, dann werde ich diese Stelle so lange offscreen machen, bis ich es geschafft habe. Also mit den Teilen, die ich jetzt habe, müssten wir das locker schaffen können. Ihr seht, wir sind viel schneller als vorher. Ja, und schon haben wir es geschafft. Nach der ersten Kurve haben wir es schon geschafft, also ihr braucht einfach die Teile, ich werde sie euch gleich zeigen. Habt ihr mich also eingeholt? Goodwin, warum tust du das alles? Wenn ihr die Antwort wissen wollt, müsst ihr mich zuerst im Duell schlagen. Euch nacheinander zu schlagen, ist mir zu aufwendig. Ich werde euch beide auf einmal besiegen. Da ihr 2 gegen 1 seid, beginne ich mit 16.000 Lebenspunkten. Wieder eine Sonderregel, okay. Haben wir eine andere Wahl, als zu tun, was er sagt? Nö, erstmal speichern. Wo ist hier ein Speicherpunkt?
Ich gehe hier mal zurück, vielleicht ist hier da irgendwas. Oh, hi Leute, und wie geht's euch so? Habt ihr vielleicht den Speicherpunkt gesehen? Ah ja, hier ist er. Okay. Hatte kurz einen kleinen Hustenanfall. Den habe ich ja in diesem Let's Play häufiger gehabt. So, ich zeige euch mal die Teile. Also, es besteht aus Gerümpelgestell, dann DWEX und KPC00, dann Feder 4, Turbojet 4 und Quickchip 4. Das ist sowas. Und ich habe ihn auch noch in schwarz umgefärbt, damit es cool aussieht. Ja, diese Teile könnt ihr euch holen, und falls ihr die Teile nicht holen könnt, dann könnt ihr auch andere Teile kaufen, die es auch im Shop gibt. Einfach immer die mit den meisten Sternen kaufen und dann müsste das eigentlich auch ausreichen, um Goodwin überholen zu können. Aber das ist meiner Meinung nach wieder so eine Scheißstelle, die das Ganze wieder in die Länge ziehen soll. Aber egal, jetzt haben wir diese Scheißstelle hinter uns und jetzt gibt es nichts, wie das Spiel versuchen könnte, es noch in die Länge zu spielen. Jetzt gibt es nur noch uns und Goodwin. Ja. Wenn wir ihn schlagen können, haben wir vielleicht noch eine Chance, ihn aufzuhalten. Alles klar, Tech gegen Goodwin. Er hat 16.000 Lebenspunkte und eines der stärksten Decks im Spiel. Nicht erschrecken, wenn ihr gleich die das 5x sieht. Ja, sein Deck ist heftig. Ich spiele vielleicht zunächst einen Verteidigungsmonster verdeckt. Und er hat einen Erdgebundenen in seinem Deck. Und er hat noch ein paar Synchro-Monster in seinem Deck. Das ist das stärkste Deck im Spiel. Er holt sich einen Feldzauber auf die Hand. Mausoleum des Kaisers. Ja, jetzt kann er einen Erdgebundenen rufen, wenn er ihn auf der Hand hat. Und das im ersten Zug. Er setzt seinen Feldzauber lieber aufs Feld. Und jetzt spielt er die Riesentomate. Aktiviert er seine Zauberkarte. Er kann jetzt allerdings seinen Erdgebundenen nicht nochmal spielen. Nicht spielen, da er bereits eine Normalbeschwörung gemacht hat. Und zwar mit seiner Riesentomate. Oder mit seiner mystischen Tomate, was auch immer. Okay. Mein Gästesensenmann wird nicht zerstört im Kampf. Jetzt ist Yusei an der Reihe. Yusei hat ein Synchro-Deck. Und er will eine Synchro-Beschwörung machen. Kann er meinetwegen machen. Er zerstört die mystische Tomate. Das gibt Goodwin jetzt die Chance, dass er sich ein Deck, also ein Monster aus dem Deck holt. Was zum Teufel? Er hat sich mit seiner mystischen Tomate erdgebundener und sterblicher Vio-Quatscher-Reiser beschworen. Das kann er, da Vio-Quatscher-Reiser eine ATK von 1500 oder weniger hat. Jetzt kommt der Effekt, es kann nur ein offenes erdgebundener und sterblicher Monster auf dem Spielfeld liegen. Falls keine offene Spielfeldzauberkarte auf dem Spielfeld liegt, zerstöre diese Karte. Dein Gegner kann diese Karte nicht angreifen. Diese Karte kann deinen Gegner direkt angreifen. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, lege bis zu 3 Karten, die du kontrollierst, in dein Deck zurück.
außer dieser Karte und wirf dieselbe Anzahl zufälliger Karten von deiner Hand deines Gegners ab. Diese Karte erhält 1000 ATK für jede Karte, die durch diesen Effekt abgeworfen wird. Oha! Okay, Yusei zerstört seinen riesen Erdgebundenen. Ganz einfach, kein Feldzauber ist gleich tot für den Erdgebundenen. Okay. Er ist so dramatisch. Oh nein, er ruft seinen Erdgebundenen. Und dann ist er einfach zerstört worden. Das hat ihn aber ganz schön beleidigt, sag ich jetzt mal. Alles klar, gut, wir setzen eine Verdeckte. Und einen Feldzauber. Würde ihn spielen. Ja. Hoffentlich spielt er einen weiteren Erdgebundenen. Dann kann ich im nächsten zu Kaios spielen und ihn gleich entfernen. Dann haben wir zwei seiner Erdgebundenen schon entfernt. Und ruft er seinen zweiten. 2000. Jetzt holt er seinen zweiten raus, okay. Aktiviert er seinen Effekt, erhöht die Angriffskraft seines Erdgebundenen. Jetzt muss er drei Handkarten abschmeißen. Handkarten, ich dachte. Und Effektkarten. Was zum Teufel? Okay, ich habe die Karte falsch verstanden. Ich dachte, der muss Handkarten abschmeißen. Aber er muss nur Karten vom Feld entfernen irgendwie. Na gut, es sind nur 1000 Angriffspunkte oder 1000 Damage, die ich jetzt bekomme. Halb so schlimm, jetzt hat er zwei seine Erdgebundenen verschwendet. Denn im nächsten Zug werde ich sein Monster zerstören. Was macht ein Yusei hier? Er ruft sich Sternstaub Xia Long vom Friedhof, okay. Gut, ich könnte auch einfach seinen Feldzauber zerstören. Wäre auch eine Möglichkeit. Also gut, was opfere ich denn? 4. Moment. Vielleicht kann ich Yusei ja erlauben. Ah, ich kann sogar eine Synchro-Beschwörung selber machen. Okay. Was könnte ich denn Synchro-Beschwören? Jetzt schaue ich denn. Was habe ich schon mal nach? XX Sable. Nee, ich glaube, ich spiele lieber Kaios. Und entferne seinen Via Quatscher Reiser. Dafür gebe ich jetzt Sternstaub Xiao Long weg. Oder Moment. 4. Das sind 9. 10. Ich glaube, majestätischer Sterndrache hat 10 Stufe. Also Stufe 10. Ich glaube, Yusei möchte den nämlich beschwören. Und dafür braucht man dieses Monster hier. Das heißt 9. Ja, komm, ich opfer den jetzt einfach mal. Dann kann Yusei vielleicht im nächsten Zug Sternstaub Dingens spielen. Majestätische Sterndrache oder wie die Karte auch heißt. So, ich entferne seinen Feldzauber. Kein Feldzauber heißt Tod des Erdgebundenen. Und jetzt gibt es einen Direktangriff für Goodwin, aber zunächst setze ich diesen Monster in die Defense. Okay, direkter Angriff. Ziehen wir ein bisschen was von seinen Lebenspunkten ab und reduzieren sie runter. Und da Yuseis Monster ihm Kampfschaden zugefügt hat, kriegt er noch weitere 300 Effektschaden. Jetzt haben wir quasi die Lebenspunkte wieder ein bisschen angleichen können. Und wir sind im Vorteil. Und er hat nur noch einen Erdgebundenen in seinem Deck. Und im nächsten Zug wird Yusei wahrscheinlich seinen majestätischen Sterndrachen spielen. Alles klar, Goodwin verteidigt sich. Wird Yusei jetzt eine Synchro-Beschwörung machen? Ich gehe stark davon aus. Okay, er scheint sie erst nach der Battlephase machen zu wollen. Ah ja, an dieses Monster kommen wir nicht vorbei, das Monster kennen wir ja allzu gut.
macht eine Synchrobeschwörung und ruft majestätische Sterndrache. Was ist das? Ach, erhöht die Angriffspunkte seines Monsters, okay. Warum spielst du nicht dein Synchromonster? Er will nicht. Er ist schüchtern. Im nächsten Zug mache ich eine Synchrobeschwörung und rufe Nebelraupe. Dann gebe ich ihm drei Karten auf dem Spielfeld auf seine Hand zurück. Dann greife ich ihn wieder direkt an. Und sein Geisterwissenmann wird zerstört, da ich ihn angewählt habe. Oder anwählen werde, sagen wir es mal so. Okay. Gut, ich komme nicht an Geistersensenmann vorbei, außer mit Nebelraupe. Nebelraupe. Hat Stufe 9. Gut, was haben wir auf dem Feld? Wir haben Stufe 4, das heißt, ich brauche Stufe 5. Stufe 5 haben wir gar nicht. Oh. Mal schauen, 4. Und der hat Stufe 1. Das sind Stufe 5. Das heißt, ich brauche noch ein Stufe 4 Monster. Und Chaos Reiter Gustav ist ein Stufe 4 Monster. Gut, dann entferne ich noch ein paar Zauberkarten von mir aus dem Spiel. Je mehr Zauberkarten oder allgemein je mehr Karten bei mir entfernt worden sind, desto besser. Ich entferne Yusei's Riesentornade aus dem Spiel und mache jetzt die Synchrobeschwörung und rufe Nebelroppe. Der Effekt, ich kann ihm drei Karten vom Spielfeld auf die Hand zurückgeben. Geistersensenmann wird zerstört, da er angewählt wird. So, und die Verdeckte nehme ich natürlich auch noch mit. Oh, die wird nicht zerstört. Na gut, dann eben nicht. Als nächstes. Was habe ich denn hier auf. Ah ja, okay. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich diese Karte hier benutzen soll. Aber ich glaube, die bringt mir jetzt gerade eh nichts, ne? Gut, ich greife ihn direkt an. Mit zwei 2000er Monster. Hat er ein Glück, dass er genug Lebenspunkte am Anfang bekommen hat. Ansonsten hätte ich schon längst gewonnen. Okay, Marco Kosmos hat sich noch verdeckt, meine Spezialkarte. Und ich beende meinen Zug. Gut, Godwin ist am Ende. Er hat 6 Karten, bin gespannt, was er damit macht. Und er hat nur noch 4300 Punkte. Er ist jetzt ein verdecktes Monster. Und eine verdeckte Karte, anscheinend die Karte, die wir ihm vorhin auf die Hand zurückgegeben haben. Kann ich noch was machen? Ich aktiviere Makrokosmos. Und diese Karte eigentlich als meine Spezialkarte triggern, sodass dann so ein Special-Effekt kommt. Ich glaube, das mache ich im nächsten Part. Dann stelle ich das Offscreen so ein. Ah ja, Spiegelkraft war es, okay. Gut, dass sie die jetzt eingesetzt hat. Denn jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass er die haben könnte, denn jetzt hat er sie ja schon gespielt. Jetzt ist Godwin wieder an der Reihe. Das Blatt scheint sich zu wenden. Sangan! Wenn diese Karte vom Spielfeld auf dem Friedhof gelegt wird, füge deine Hand ein Monster mit 1500 oder weniger ATK von deinem Deck hinzu. Der hat sich in sein Deck getan, um sich seinen Erdgebunden auf die Hand holen zu können. Ja, Verteidigungsziehen ist gut. Und er setzt eine verdeckte Karte. Okay. Wir sind dran. Ich habe zwei Didi-Spähflugzeuge auf meiner Hand.
Mein Friedhof besteht aus 5 Karten. Ich könnte ihn leeren, dann könnte ich ein Monster spezial beschwören mit der hier. Und könnte es dann opfern, um Möbius zu spielen. Der Nachteil, ich muss dann eine Karte, also 2 Zauber- und Fangkarten zerstören. Ich könnte die hier zerstören und meinetwegen auch die hier. Bodenlose Fallgrube ist mir ein bisschen zu heftig, wenn ich die jetzt abgebe. Genau, ich glaube, so mache ich das. Erstmal. Halt, warte. Ja, doch, doch, doch. Passt, passt, passt. 10 Erlöse wird ja dann auch entfernt. Macht Kosmos ist ja auf dem Feld, genau. So, also. Ich entferne alle meine Monster vom Friedhof aus dem Spiel. Oder auch alle Karten. Alles klar. Jetzt spiele ich die Zauberkarte hier. Da mein Friedhof leer ist, kann ich jetzt ein Monster spezial beschwören. Oh, ich könnte Kaius ganz einfach rufen. Oder die Nebelraupe. Ginge natürlich auch. Ja, ich glaube Nebelraupe wäre ganz nice. Dann könnte ich noch ein Monster zusätzlich noch spielen. Genau, ich hole die Nebelraupe. Gut. Und vorbereitungshalberweise, wieder ein Wort, das ich erfunden habe. Also zur Vorbereitung setze ich das Monster noch verdeckt, damit ich es im nächsten Zug opfern kann, um Möbius spielen zu können. Jetzt zerstöre ich Sangan mit einem Angriff meines, ja, meines Synchro-Monsters. Er kriegt 1500 Damage. Langsam kann er sich keinen Schaden mehr leisten. Er kriegt keine Handkarte, also keine Karte auf der Hand, da die Karte entfernt wird. Er hat nur noch 2800 Lebenspunkte, das dürfte mich nicht mehr lange dauern. Ja, das ist jetzt eine verdeckte, die kann ich mit Möbius später zerstören. Okay, Yusei ist an der Reihe. Er hat Blitzeinschlag gezogen. Bringt ihm allerdings nichts, da Godwin kein offenes Monster hat. Und er spielt ein Synchro-Monster. Ein Empfängermonster. Ah ja, er möchte mein Didi-Spellflugzeug synchronisieren. Kann er meinetwegen machen. Mein Monster kommt ja wieder. Ein weiterer Geistersensenmann, okay. Das ist der, den wir ihm vorhin auf die Hand zurückgegeben haben. Spiel Blitzeinschlag. Oh, Yusei, warum spielst du deine Blitzerschlagskarte nicht? Die blöde KI. Egal, was macht Goodwin jetzt? Was wirst du machen, Goodwin? Er beendet seinen Zug einfach, okay. Gedankengang. Kann ich eine Synchro-Beschwörung machen? Ja, ich kann eine Synchro-Beschwörung machen, und zwar, welches Monster? Gaia, die Kraft der Erde, bringt mir nichts. Ich spiele mal Gedankengang, vielleicht kriege ich ja ein gutes Monster. Stufe 6, mein Goodwin, und was kriege ich? Stufe 6, verdammt. Okay, dann mache ich es eben so, und zwar welches Monster würde mir denn helfen, den zu zerstören, den Geistersensenmann? Das Monster kann ich nicht spielen, ich habe kein Pflanzenmonster. Das könnte ich auch, das könnte ich spielen, das könnte ich nicht spielen, aber ich glaube Zehmann könnte ich spielen. Falls diese Karte angreift, dann kann ein Gegner bis zum Ende das damit selbst bla bla, du kannst mir uns auf deine Hand oder ah, bringt mir auch nichts. Zehmann bringt mir auch nichts. Ich könnte, glaube ich, Zehmann spielen. Nee, könnte ich nicht. Ach, egal. Ich glaube, ich spiele jetzt Möbius. Bitte mein Didi-Schwerflugzeug als Tribut an. Okay, jetzt aktiviere ich den Effekt. Und zerstöre 2 Zauber- und Fallenkarten. Einmal die von Goodwin und einmal Ruf der Gejagten, weil die unser Feld blockiert.
und die eigentlich nichts mehr bringt. Okay. Gut, angreifen macht keinen Sinn, sein Monster ist unzerstörbar im Kampf. Das heißt, ich muss meinen Zug beenden. Und mein Digi-Schwerflugzeug kehrt zurück aufs Feld. Ich hoffe jetzt inständig, dass Yusei im nächsten Zug Blitzeinschlag spielt. So, was macht Goodwin jetzt? Er setzt ein Monster. Kann man zerstören. Keine große Tragödie. Und eine verdeckte Karte, okay. Die scheint er eigentlich nur setzen zu wollen. Aus psychologischen Effekten her. Also vom psychologischen Effekten her. Damit wir denken, dass es bestimmt eine Falle ist. So. Spiel Blitzanschlag. Oder Gehirnkontrolle. Ist mir beides recht. Okay, er nimmt Gehirnkontrolle. Sein Monster wird sofort zerstört, da es angewählt wurde. Tja. Er rettet sein Monster. Mit Buch des Mondes, okay. Warum setzt das bei dem ein? KI hat wieder einen Fehler gemacht, kann das sein? Jetzt verliert er. So wie Lazar. Gut, jetzt musst du es ja einfach nur noch angreifen und wir gewinnen. Also Yusei, mach ihn platt. Feuerameise Askator, nicht, hilft nicht besonders stark. Die ist aber gut, wenn er sein Synchromonster spielen möchte. Und es kriegt er auf die Schnauze. Und wir haben das Duell gewonnen. Gut, das Spiel ist allerdings noch nicht vorbei, denn es geht noch weiter. Neue Boni für uns. Nicht schlecht. Ich sehe, ihr seid ziemlich stark. Das heißt, ihr werdet ein noch köstlicheres Opfer für den König der Unterwelt abgeben. Was? Ist das der einzige Grund, warum du einem Duell mit uns zugestimmt hast? Natürlich, zur Vollendung des Rituals wird ein großer Duellant und ein Zeigner benötigt. Ah, perfekt, wie es scheint, sind die alle nun auch gekommen. Hey! Was geht hier vor? Es war Goodwin, der versucht hat, den König der Unterwelt herbeizurufen. Ah! Dann war er also der Schuft? Damit kann ich ihn nicht davonkommen lassen. Oh nein, das schon wieder. Ah! Was ist das? Es sieht so aus, als sei der König der Unterwelt erschienen. Oh, da ist der Speicherpunkt. Bitte verschone den Speicherpunkt. Ich habe den sehr gemocht. Lass ihn in Ruhe. Alle Voraussetzungen wurden erfüllt. Lass uns anfangen. Goodwin, was denkst du dir dabei? Was passiert hier? Goodwin hat seinen linken Arm durch einen mit dem Zeichen des Drachenkopfes ersetzt. Jetzt habe ich die Kräfte eines Signers und eines Dark Signers. Das Zeichen auf meinem Arm leuchtet.
Boah, das Zeichen ist verschwunden. Hä? Was geschieht hier? Mithilfe der dunklen Gottheiten und des purpurnen Drachens bin ich allmächtig geworden. Wovon redest du? Na schön, ich werde es euch erzählen, damit diese Fragerei endlich ein Ende findet. Mein Bruder Roman trug das Zeichen eines Signers, als auch das eines Dark Signers auf seinem Körper. Doch seine Seele wurde von den dunklen Gottheiten fast vollständig in Besitz genommen. Da opferte er seinen Arm, um das Zeichen der Signers loszuwerden, und gab ihn mir. So konnten die Signers vereint die Dark Signers besiegen, einschließlich ihn selbst. Aber dann wurde mir eines klar, auch nach einer Niederlage würden die Dark Signers wieder auferstehen und die Welt erneut bedrohen. Da beschloss ich, dieser ewigen Wiederkehr, die uns plagt, ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Glaubst du mir wirklich, du kannst das tun? Mit der Macht des Signers und eines Dark Signers bin ich auch selbst eine Gottheit geworden. Ich werde den Kampf zwischen dem purpurnen Drachen und den dunklen Gottheiten für immer beenden. Erst zerstöre ich mit der Macht des Königs der Unterwelt, dann erschaffe ich mit dem des purpurnen Drachens. Ich werde selbst eine neue Welt erschaffen. Hör auf mit diesem Wahnsinn, glaubst du wirklich, wir würden dir bei deinem teuflischen Plan helfen? So viele Unschuldige werden sterben. Das kannst du nicht zulassen. Oder das kann ich nicht zulassen. Und dann ziehst du auch noch die Welt der Geister in all dies rein. Ja, du wirst allen Leid bringen. Goodwin, was du tust, ist falsch. Dieses Schicksal ein Ende zu setzen, geschieht nicht durch die Macht der Gottheit. Dafür müssen wir arbeiten, danach streben und dafür kämpfen. Woher wollt ihr machtlosen Menschen wissen, wie man das Schicksal bekämpft? Das ist das Bündnis unserer Freundschaft. Wir benutzen unser besonderes Bündnis, um unser Schicksal zu ändern. Erbärmlich! Ich bin unantastbar. In meinen Augen seid ihr weniger als nichts. Boah! Okay, die Pyramide rüttelt. Erdbeben erneut. Was jetzt? Der Tempel erhebt sich. You say fool, wenn du so fest daran glaubst, dann beweise es mir. Glaubst du, du kannst es bis zum Ende schaffen? Es wird natürlich nicht leicht sein. Unterwegs musst du auch noch mich bekämpfen. Wir zeigen dir, was wir drauf haben. Hä? Ich dachte, ich hätte das Ding repariert. Du enttäuscht mich. Dir sollte klar sein, wie unnütz du wirklich bist. Nein, warum muss das gerade jetzt passieren? You say, Jack, wo ist dein D-Runner? Er wurde zerstört während eines Kampfes mit den Dark Signers. Oh nein. So wie es jetzt aussieht, werden wir Goodwin nicht mehr aufhalten können. Janka, nein, es ist zu gefährlich. Wie amüsant, ein Nichtsigner will mich herausfordern. Als Belohnung für deinen mutigen Einsatz werde ich mich nicht zurückhalten. Welt der Geister, bitte gib Janka gar Kraft. Jetzt wird es so richtig spannend. Ich werde dieses Let's Play in diesem Part noch beenden. Das wird ein XXXXXL Mega Super Hyper Part. Wenn es dieses Wort überhaupt gibt. Also. Das nächste Duell ist ein Turbo-Duell gegen Goodwin. Und das dieses Mal alleine. Wir sind auf uns alleine gestellt. So. Also. Willst du Goodwin zu einem Turbo-Duell herausfordern? Natürlich, aber ich mache erst eine Pause. Bis gleich.
Alles klar, ich bin wieder da und jetzt geht's wieder weiter. Haha. Also, herausfordern. Ah, ein Todell. Hoffentlich fährt er dieses Mal nicht wieder wie eine feige Sau weg. Okay. Alles klar, wir haben Schere, Stein, Papier gewonnen. Und ich glaube, ich fange auch an. Dieses Mal herrscht keine Sonderregel, sondern es ist ein stinknormales Turbo-Duell. Die Lebenspunkte sind wieder ausgeglichen. Okay, unsere Hand ist. Moment, ich muss die jetzt überprüfen. die Hand ist okay. Ja, die Hand ist echt okay. Und deswegen muss ich sie gleich abschmeißen. Also, die zwei Zauberkarten noch verdeckt setzen, damit ich nichts auf den Friedhof legen muss, was irgendwie ja, noch eine Zauberkarte sein könnte oder sowas. So, Endphase. Nein, nicht das, sondern hier, Endphase. Endphase! Okay. Das ist gut für eine andere Reihe. Und was werde machen? Er spielt ein verdecktes Monster. Und was machst du noch? Eine verdeckte Karte, okay. Zwei verdeckte Karten. Okay, ich könnte mein Monster jetzt flippen, dann müsste ich meine Hand abschmeißen. Oder ich könnte es opfern und Möbius spielen, dann werde ich seine zwei Zauberkarten oder seine zwei Fallen, die verdeckt auf der Zauber- und Fallenkartenzone sind, zerstören. Oder ich könnte die Überlebende spielen und ein bisschen warten und erst im nächsten Zug meine Zukunftsbeschwörung machen. Und ich glaube, ich mache die Variante mit den Diebe Überlebenden. Ich kann auch noch mit ihm angreifen, das ist ein gutes. Ah, bodenlose Fallgrube. Er hat die Falle jetzt verschwendet. Mein Monster kommt sowieso wieder zurück. Denn es wurde jetzt aus dem Spiel entfernt. Okay, jetzt hat er eine Falle verschwendet. Endphase. Und mein Monster kommt wieder zurück aufs Feld. Das war eine Verschwendung einer Fallenkarte. Die hätte gefährlich werden können. Alles klar. Wir haben beide vier Zähler. Gut, wenn es an der Reihe. Jetzt ist ein weiteres Monster verdeckt. Er wird jetzt wahrscheinlich in seinem nächsten Zug seine Erdgebundenen spielen wollen. Jetzt setzt er wahrscheinlich noch. Ja, genau, jetzt setzt er Material verdeckt, damit er seine Erdgebundenen effektiv benutzen kann. Denn er muss ja dadurch so einen Effekt effektiv nutzen zu können, muss er viele seiner Karten zurück ins Deck legen und deswegen setzt jetzt auch viele Zauber- und Fallenkarten. Okay, jetzt opfere ich meinen lieben Überlebenden und spiele Möbius und mach seine zwei oder ma und mach zwei seiner verdeckten Karten platt. Ich hoffe, er hat nichts, um den Effekt annullieren zu können. Und hast du was dagegen? Nein, okay. Wir haben eine Falle. Oh, Dimensionsgefängnis. Eine fiese Falle. Ist Opfer für die Unsterblichen. Aktiviere diese Karte nur, wenn ein Monster deines Gegners direkt angreift. Solange du 3000 oder weniger Lebenspunkte hast, annulliere den Angriff und beschwöre zwei Zeremoniespielmarken. Typs, was weiß ich, als Spezialbeschwörung und füge deiner Hand eine erdgebundene unsterbliche Karte, erdgebundene Auferstehung oder Gebrüll des Erdgebundenen von deinem Deck hinzu. Zeremoniespielmarken können nicht als Tribut angeboten werden, außer für eine Tributbeschwörung eines erdgebundenen und sterblichen Monsters und können nicht als Synchromaterialmonster benutzt werden. Aha, okay, eine interessante Falle. Ich könnte jetzt meinen Verwandlungskrug aufdecken und eventuell, wenn diese Karte in erdgebunden ist, diesen erdgebundenen loswerden. Allerdings befürchte ich, dass er dann ja, wenn er seine 50 Karten dann zieht, dass er einen weiteren ziehen wird. Und Material hat er eh genug. Das heißt, ich sollte vorher, bevor ich mein Monster flippe, erstmal dafür sorgen, dass er seine Erdgebundene nicht mehr spielen kann, indem ich jetzt eins seiner Monster zerstöre. Deswegen greife ich jetzt auch an.
Spielkraft, okay? Eine fiese Falle. Alles klar. Okay, nicht so schlimm. Wenn er jetzt jedoch zu seinen Erdgeborenen spielt, habe ich ein Problem. Andererseits hat er natürlich nicht genügend Material, um seinen Erdgebundenen verstärken zu können. Lassen wir uns überraschen. Wird er seinen Erdgebundenen spielen? Das ist mal so richtig spannend. Nein, er setzt ein verdecktes Monster. Und er spielt nicht seinen Erdgebundenen. Scheint die wohl nicht auf der Hand zu haben. Alles klar, wir haben Zabok gezogen. Jetzt kann ich zwei Monster vor ihm platt machen. Aber andererseits, ich will meinen Verwandlungsflug jetzt nicht opfern, denn mein Verwandlungsflug ist ein gutes Monster. Also gut, ich setze mal die Krieger verdeckt, dann werde ich ihn im nächsten Zug opfern. Bis dahin bin ich jetzt mein Zug. Und wenn er jetzt seine Drohnen spielt, zerstöre ich ihn mit Zabok, indem ich dann die Krieger opfere. Er benutzt den Effekt von Tempowelt 2. Er will eine Karte bestimmt ziehen. Genau, er zieht eine Karte. Der hat Gehirnkontrolle. Okay, muss ich mir merken. Und hast du deinen Erdgebundenen gezogen? Wenn ja, dann spiele ihn. Was für ein Feigling. Bestimmt hat er Gehirnkontrolle jetzt gesetzt. Jetzt hat er sie hundertprozentig gesetzt. Der will mich nur einschüchtern. Alles klar, wir haben eine Schleim-Spielmarke gezogen. Oder metallisch reflektierender Schleim. Jetzt werde ich die Krieger opfern und spiele dann Zabok. Oder nee, Zabok wäre vielleicht ein bisschen zu schnell. Den hebe ich mir auf, wenn er einen Erdgebundenen draußen hat. Das heißt, ich spiele es Testalos. So, ich biete dir die Krieger als Tribut. Da aktiviert sich der Effekt von Testalos. Er muss seine Handkarte abschmeißen, die er da hat. Wenn es ein Monster ist, kriegt er Damage. Ah, er hat Gehirnkontrolle nicht verdeckt gesetzt, okay. Dann hatte er vorhin nur Zauber und Fallen auf der Hand. Gut, ich greife jetzt mit Testalos an. Und was mache ich? Platz. Ich nehme die Mitte. Ah ja. Dimensionsgefängnis Nummer 2 von ihm. Das ist einerseits gut für uns, andererseits auch schlecht. Ja. Es ist gut, weil wir die später mit der Karte DDR-Rückkehr aus einer anderen Dimension zurückrufen können und dann können wir eventuell einen OTK wieder probieren. Gut, ich beende jetzt meinen Zug und warte, was er jetzt macht. Wenn es ein Erdgebundenen spielt, dann werde ich ihn mit Zabok zerstören. Auch wenn es mich natürlich den Verwandlungsflug kosten wird. Was wird er machen? Er spielt den Geister seines Mannes in die Angriffsposition. Das ist sehr verwunderlich. Und Subprey spielt er in die Angriffsposition, ein Empfängermonster. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Brennende Götze. Alles klar, er will eine Synchrobeschwörung machen und sich seinen Drachen Synchrobeschwören. Das müsste Sonnendrache Inti sein. Nee, es ist Monddrache Quir. Okay. Gut, lesen wir uns den Effekt durch. Wenn diese Karte angegriffen wird, erhältst du Lebenspunkte in Höhe der Hälfte der Angriffskraft des angreifenden Monsters. Falls diese Karte auf dem Spielfeld zerstört wird, kannst du einen Sonnendrachen Inti als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. Jetzt würde mein Monster angreifen. Der Flip-Effekt meines Monsters wird sich dann aktivieren und ich muss meinen Zabok üblicherweise dann abschmeißen. Andererseits kriegen wir beide dann 5 neue Karten. Ich könnte ihn vom Geschehen ablenken, indem ich jetzt diese Karte hier spiele.
Aber ich glaube nicht, dass es ihn ablenken wird. Jawohl, der greift trotzdem weiter an. Ablenken wäre ja auch etwas sinnlos gewesen, denn mein Monster hat sowieso eine höhere Deft, das würde er ja kaum angreifen wollen. So, Vanus Kugs Effekt aktiviert sich, wir beide schmeißen unsere Hand ab und ziehen 5 neue Karten. Jetzt hat er bestimmt einen Erdgebunden gezogen. Er setzt eine verdeckte Karte, die er gezogen hat. 2 verdeckte Karten, die er gezogen hat. Und er beendet seinen Zug, okay. Alles klärchen. Jetzt könnte ich seinen Erdgebundenen auch mit Tempowelt 2 zerstören, denn ich habe mehr Zähler als genug. Oder ich könnte ihn jetzt opfern mit Seelentausch. Also nicht seinen Erdgebundenen, jetzt rede ich hier eigentlich vom Mondragon Quir. Den könnte ich jetzt einfach opfern. Genau, ich opfer ihn einfach. Oder ich sollte ihn vielleicht besser aus dem Spiel entfernen, denn wenn er später Sonntag Inti draußen hat, dann kann er Mondragon Quir immer wieder vom Friedhof beschwören. Und deswegen wäre es vielleicht besser, wenn ich ihn entferne. Genau, ich glaube, ich entferne ihn besser. Ich spiele dunkler Kern. Was ich abschmeiße, ist die hier. Und Mondragon Quir wird entfernt. Er annulliert meinen Effekt. Eine weitere fiese Falle von ihm ist weg, das ist sehr gut. Lilikriegerin. Ich könnte ihn natürlich auch mit Lilikriegerin zerstören, kostet mich allerdings ein paar Lebenspunkte. 1000 Lebenspunkte würde mir diese Aktion kosten. Aber dann ist ein Mondragon Quir aus dem Spiel. Achso, jetzt kriegt er Lebenspunkte in der Hälfte meines. Die Angriffskraft meines Monsters. Ich krieg 1000 Damage, aber das ist es mir völlig wert, denn jetzt wird sein Monster entfernt durch den Effekt meines Monsters. Und jetzt werden Lilikriegerin und Mondragon Quir aus dem Spiel genommen. Gut, jetzt kann er ihn nicht mehr mit Sonderrache Inti beschwören, wenn er ihn spielen sollte. Und das war ein guter Zug. Endphase. Na, ich hätte vielleicht noch einen Zähler benutzen sollen, um ihm Schaden zuzufügen. Jetzt haben wir 12 erreicht. Die 12 Maximalgrenze an Tempozählern. Gut, wir sind wieder dran. Alles klar, wir haben Kaius gezogen. Ich könnte jetzt Seelentausch benutzen, um Kaius zu spielen. Andererseits wäre es natürlich auch viel cooler, wenn ich damit seinen Erdgebundenen opfern würde. Ach, ich mach's jetzt einfach. Wenn ich wage, bin ich gewinnt, ne? So, ich wähle jetzt ein verdecktes Monster. Kann ja sein, dass es Geistersensenmann ist. Okay, jetzt werde ich sein Monster opfern. Und spiele Kaius. Jetzt aktiviert sich Kaius Effekt. Wir können eine Karte entfernen. Und wenn es ein finsternes Monster ist, kriegt er 1000 Lebenspunkte Schaden. Und Riesenkeim ist ein finsternes Monster. Okay, und jetzt greife ich ihn mit Kai. Verdammt, ich habe Seelentausch benutzt, da kann ich natürlich nicht angreifen, okay. Dann war es das. Er ist wieder dran, er hat kein Material, um seinen Erdgebundenen spielen zu können. Er verteidigt sich weiterhin. Und er benutzt den Effekt, um eine Karte zu ziehen. Er hat erdgebundene Wirbelwind auf seiner Hand. Mit dieser Karte kann er alle unsere Zauber- und Fallenkarten zerstören, wenn er einen erdgebundenen Unsterblichen draußen hat. Die ist gefährlich, die Karte.
Ersetzt eine verdeckte Karte, okay. Jetzt sind wir dran. Oh, was ist das? Feuermeteor. Aktiviere diese Karte, indem du zwei Karten von deiner Hand auf den Friedhof legst. Solange dein Gegner mehr als 3000 Lebenspunkte hat, füge deinem Gegner 2000 Schaden zu. Falls diese Karte im Friedhof liegt, kannst du sie deiner Hand hinzufügen, anstatt dein normales Ziehen während deiner Draw-Phase durchzuführen. Boah, die ist super für ein Burner-Deck. Jetzt kriegen wir 2000 Damage. Heftig. Gut, wir haben 12 Zähler. Ich werde jetzt 10 Zähler abgeben, um eine Karte von ihm zu zerstören. Ich könnte ihn natürlich auch Damage machen. Das wäre vielleicht auch noch besser. Genau, ich mache ihn Damage. Und zwar zweimal werde ich ihn Damage machen. Reduziert seine Lebenspunkte auf 6900 und nach dem zweiten Mal werden seine Lebenspunkte noch weiter reduziert und zwar auf 6150 Lebenspunkte. Alles klar, jetzt werde ich Chaoswelle Gustav spielen. Ich aktiviere natürlich seinen Effekt, entferne zwei Zauberkarten aus meinem Friedhof aus dem Spiel und erhöhe seine Angriffskraft auf 2000. Okay, jetzt werde ich mit Chaoswelle Gustav sein Monster zerstören. Ich hoffe, es ist nicht Geistesinsenmann. Und dann werde ich ihn mit Kalios direkt angreifen. Ah, Feuerameise Askator. Mit dieser Karte kann er Sondare Inti spielen. Gut, dass wir die jetzt zerstört haben. Und jetzt greife ich mit Kaius direkt an. Alles klar, jetzt hat er nur noch 3750 Lebenspunkte. Wir haben ihn jetzt einiges in unserem Zug abgezogen. Und wenn er keine passende Karte jetzt hat, gewinnen wir. Seine Spielkraftfalle hat er schon gespielt und er hat auch zwei weitere fiese Fallen schon verbraucht, nämlich die zwei Dimensionsgefängniskarten. Okay, wir sind wieder an der Reihe. Verbanner des Strahlens haben wir gezogen. Ich könnte ihn spielen, aber ich habe jetzt Angst, dass er dann reißend viel Blut raushaut, wenn er sie auf dem Feld hat. Aber ich gehe dieses Risiko jetzt einfach mal ein. Und er hat keinen reißenden Attribut, okay. Jetzt werde ich mit Kaius. Verdammt, ich hätte vielleicht noch eine Karte entfernen sollen, vorher mit Chaoswelle Gustav. Egal, jetzt werde ich mit Kaius ein verdecktes Monster zerstören. Eine weitere Feuerameise Askator. Je mehr Material wir von ihm zerstören, desto schwerer wird es für ihn, seine Synchrobeschwörung durchzuführen. Jetzt greife ich ihn zweimal direkt an. Verdammt. Er blockt meinen Angriff mit einem Monster oder mit zwei Monster in dem Fall. So, dass ich die zwei Monster zerstören werde, spricht glaube ich für sich selbst, weil er ansonsten in seinem nächsten Zug seine Erdgebundenen spielen könnte. Deswegen müssen diese Spielmarken so schnell wie es geht vom Feld geräumt werden. So, zum ersten und zum zweiten. In Main Phase 2 werde ich ihm wieder Schaden zufügen mit Tempowelt 2. Das reduziert seine Lebenspunkte auf 2955 runter. Alles klar. Es sieht sehr gut für uns aus. Aber das kann sich jederzeit natürlich ändern.
Gut, er ist an der Reihe. Er hat nur maximal 3 Karten auf dem Feld. Oder 2 hat er auf dem Feld, eine hat er auf der Hand. Es sieht sehr gut für uns aus. Das müssten wir eigentlich schon in der Tasche haben. Jetzt muss ich ihn einfach nur noch mit Kaios direkt angreifen und ihn einfach nur mit Tempowelt 2 dann Schaden zufügen. Und dann haben wir auch schon gewonnen. Also gut, Battlephase. Kaios greift zuerst an. Sub. Okay, und jetzt beendet Chaos Rider Gustav das Duell mit einem direkten Angriff. Und wir haben gewonnen. Neue Boni für uns. Unmöglich, wie kann jemand, der nicht einmal ein Zeichner ist, solche Macht besitzen? Egal, es ist nur die Macht eines Menschen, nicht zu vergleichen mit der Macht, die ich nun besitze. Du kannst nichts mehr tun, um den König der Unterwelt aufzuhalten. Was soll das heißen? Was ist das? Unsere Zeichen! Sie sind zurück! Hat der purpurne Drache Goodwin zurückgewiesen? Wie kann das sein? Bin ich nicht der Auserwählte des purpurnen Drachen? Nein, das bist du nicht. Er hat stattdessen das Bündnis der Freundschaft gewählt. Das Bündnis zwischen uns kann jede Herausforderung standhalten. Damit können wir die Zukunft ändern. Das lasse ich nicht zu. Was sagt er? Das lasse ich nicht zu. Du hast lernen Grammatik von Yoda gelernt. Naja, ich werde euch zermalmen und beweisen, dass ich allmächtig bin. Muhaha. Okay, wieder speichern, wieder die klassische Ausrede, um mich vor einem Duell zu drücken. Mann, dass dieser Speicherpunkt immer am weitesten entfernt sein muss. So, speichere Dateien, schalte das System nicht aus. Na, jetzt komm schon. Okay. Gut, ein letztes Duell wartet auf uns gegen den Goodwin. Also gut, das ist der letzte reguläre, ja, das letzte reguläre Duell in diesem Let's Play. Danach werde ich noch ein Duell machen mit meinem echten Deck. Das wird ein Special Part. Also, das letzte Duell in diesem Let's Play. Und es geht los. Alles klar, er spielt Mausoleum des Kaisers, jetzt kann er seinen Erdgebotenen gleich im ersten Zug spielen. Und wir das machen. Wir das machen. Verdammt, der finstere Simog ist heftig. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, wird ihre Eigenschaft auch als Windmonster behandelt. Du kannst ein finsteres Monster und ein Wind Monster in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen, um diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand zu beschwören. Du kannst ein finsteres Monster und ein Windmonster von deiner Hand aus dem Spiel entfernen, um diese Karte als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof zu beschwören. Dein Gegner kann keine Karten aufs Spielfeld setzen. Das heißt, meine Fallen sind jetzt nutzlos. Verdammt. Scheiße, das sieht sehr schlecht jetzt aus. Ich kann kein Monster setzen. Ich kann nur Monster in die Angriffsposition spielen.
Ah, das ist echt mies, den gleich am Anfang. Andererseits kann ich natürlich auch... Ja, egal, jetzt habe ich schon gemacht. Ja, das ist eine Reihe. Neo-Weltraum mehr Hummingbird, jetzt erhöht er seine Lebenspunkte. Und 2500. Und er greift mich natürlich an. Und wir kriegen viel Damage. Kein schöner Anfang. Gut, wenn es jetzt klar im Vorteil. Ich muss das Blatt so schnell wie es geht wenden. Alles klar, ich kriege seinen finsteren Simog jetzt klein. Ich werde jetzt den Effekt vom Mausoleum des Kaisers benutzen. Ich habe mir zwar 2000 Punkte. Ah nein, kostet mir nur 1000. Stimmt, ich brauche hier nur ein Monster. Und jetzt werde ich Sabok spielen. Ach, der Effekt aktiviert sich nicht. Das war ja keine Tributbeschwörung. Verdammt. Aber ich krieg seinen eher Hummingbird klein. Und hier ihn dadurch. Verdammt. Ah. Kein schönes Duell, kein schöner Start. Das ist echt mies. Ich kann nicht einmal eine Falle setzen. Oh, ich werde es klar verlieren. Nee, das kann ich nicht gewinnen. Spiel für Zauberkarten können nicht zerstört werden. Okay. Was soll ich machen, wenn ich keine Karten setzen kann? Ab dem ersten Zug vor allem aus. Das kann ich gar nicht gewinnen. Also Leute, wenn ich das noch gewinne, dann bin ich echt gut. Aber ich bezweifle es. Ja, das verliere ich. Ich kann nichts mehr machen. Er hat mich eiskalt erwischt. Ich gebe das Duell auf. Was war das für ein fetter Rush? Das war ja ein fetter Ultra-Rush. So einen heftigen Rush habe ich noch nie gesehen. Okay, ich probiere es nochmal. Das war eine kleine Schlappe, kann mal vorkommen. Vor allem, wenn er gleich im ersten Zug finstere Simog auf dem Feld hat, sogar. Dann kann man sich ja gar nicht richtig verteidigen. Okay, ich probiere es nochmal. Gut, vielleicht soll ich doch als erstes anfangen. Ach verdammt, er fängt wieder zuerst an. Okay, wenn der Finster Simog spielt, habe ich Blitzeinschlag. Das heißt, ich kann mich jetzt wehren. Und er macht wieder dieselbe Eröffnung wie vorhin, Mausoleum des Kaisers. Und er benutzt auch gleich seinen Effekt. Bitte, spiel finstere Simog, dann habe ich eine Bedrohung weniger. Ach, das ist genau dieselbe Eröffnung wie vorhin. Aber ich habe zum Glück die Karte Blitzeinschlag. Andererseits kann er die jetzt mit finstere Bestechung annullieren. Alles klar, ich spiele natürlich Blitzeinschlag. Schmeiße ich ab? Ich schmeiße
Hier die Überlebende ab. Okay, wir haben seinen finsteren Simok jetzt zerstört. Jetzt spiele ich Reisenattribut verdeckt und nutze den Effekt von Mausoleum des Kaisers und spiele Zarborg. Und eine bodenlose Fallgrube. Vielleicht hätte ich doch die Überlebende spielen sollen. Naja, egal. Gut, dann Endphase. Ich habe noch ein zweites Tribut-Monster auf der Hand. Das kann ich im nächsten Zug auch noch spielen. Und wenn er jetzt seinen Finsteren Simok spielen sollte, dann kann ich ihn mit Reisenattribut zerstören. Panzerbiene. Einmal pro Spielzug wähle ein offenes Monster, das den Gegner kontrolliert. Halbiere die ATK des Monsters bis zur Endphase. Gut, er wird mich direkt angreifen, das lasse ich durchgehen. Und dann beendet seinen Zug. Ich werde jetzt die Überlebende spielen, aus Sicherheitsgründen, wenn er eine zweite bodenlose Fallgrube auf dem Spielfeld hat. Und ich dann mein Tributmonster spiele, dann wäre das bitter. Das heißt, ja, die Überlebende ist hier das bessere Mittel. Jetzt werde ich seine Panzerbiene zerstören. Ich hoffe, er hat nichts zum Annullieren. Genau, sehr gut. Der Angriff ging durch. Er kriegt 200 Damage. Und ich beende meinen Zug. Er spielt Neo-Weltraum Air Hummingbird und erhöht seine Lebenspunkte um 1000. Aber im nächsten Zug verliert er gleich die 1000 wieder, denn ich werde ihn mit Didi Überlebender zerstören. Und ich werde ihn dann auch noch direkt angreifen mit meinem Grandmark. Gut, ich nutze den Effekt von seiner Spielfeldzauberkarte. Alle 1000 Punkte und spiele Grandmark. Jetzt werde ich mit Didi Überlebender Hummingbird zerstören und ihn mit Grandmark direkt angreifen. Ich hoffe, er hat keine Spiegelkraft verdeckt gesetzt. Okay, hat er nicht. Er verliert die 1000 Lebenspunkte, die er sich gerade geheilt hat. Und jetzt greifen wir ihn direkt an. Gut, Endphase. Mein Zug ist beendet. Jetzt sieht es sehr gut für uns aus. Aber wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Ihr seht ja links, wie stark sein Deck ist. Er ruft sich seinen finsteren Simok zurück aufs Feld. Er entfernt ein Wind und ein finsteres Monster von seiner Hand aus dem Spiel. Gut, ich werde die Beschwörung natürlich. Ja, ich werde Reisenattribut jetzt benutzen, auch wenn ich zwei Monster verlieren werde, aber das ist mir völlig wert. Dem finsteren Simok ist eine Bedrohung. Sterben natürlich auch meine anderen zwei Monster. Aber sein finsterer Simok ist jetzt nicht mehr da und das ist das, was zählt. Alles klar, ich greife ihn jetzt mit großes Auge direkt an. Das sind 1200 Lebenspunkte Schaden. Das reduziert seine Lebenspunkte dann auf 2200. Ich beende meinen Zug. Jetzt kann er sich seinen finsteren Simok theoretisch zurückspielen, wenn er einen Wind oder ein finsteres Monster auf der Hand hat, was er zum Glück nicht hat. Alles klar, ich kann wieder eine Tributbeschwörung machen und könnte dann das Monster hier spielen.
können das Duell jetzt beenden, indem ich ihn jetzt direkt angreife. Aber ich habe Angst vor seinen verdeckten Karten. Andererseits natürlich gewinne ich dann. Ich gehe das Risiko jetzt ein und benutze den Effekt von seiner Zauberkarte. Zahle wieder 1000 Lebenspunkte. Und spiele Testalos. So, jetzt greife ich ihn mit Testalos direkt an. Und ich hoffe, das Duell ist jetzt beendet. Spiegelkraft, okay. Das ist die Karte, die ich mir als letztes erhofft hatte. Denn jetzt werden meine zwei Monster zerstört. Gut, ich kann leider kein Monster mehr spielen. Ich habe ja schon eins beschworen. Heißt normal Beschwörung. Das heißt, ich muss meinen Zug jetzt beenden. Er setzt eine verdeckte Karte. Gut, Verbanner des Lichts habe ich gezogen. Ich greife ihn jetzt mit Digi-Sperrflugzeug direkt an. Ich will das jetzt so schnell wie es geht beenden. Damit er sich sein Finstern Simorg nicht mehr zurückholen kann. Nein! Feuer des jüngsten Gerichts. Verdammt, es gibt ja zwei Spielmarken, die er opfern kann. Eine muss ihn natürlich kalt machen, damit er seinen Erdgeborenen nicht spielen kann. Natürlich könnte er ihn natürlich mit Mausoleum des Kaisers spielen. Das würde ihn allerdings 2000 Punkte opfern. Also, das würde ihn 2000 Punkte dann kosten. Dann hätte er nur noch 200. 200 Lebenspunkte, dann ist man natürlich ein leichtes Opfer für eine Niederlage. Er ist dran. Ich hoffe, er spielt seinen finsteren Seemuck nicht. Schieferkrieger. 1900 Angriffspunkte, ein Windmonster. Mein Digi-Sperrflugzeug halt. Ich krieg 1100 Lebenspunkte Schaden. Unsere Lebenspunkte sind jetzt wieder ausgeglichen. Jedoch hat er jetzt das Feld auf seiner Seite. Makrokosmos. Ich werde jetzt das Monster setzen und Makrokosmos werde ich spielen. Und ich werde meinen Zug jetzt beenden. Und wirst du deinen finsteren Simok spielen? Er macht eine Tributbeschwörung. Er zahlt 2000 Punkte. Ich aktiviere Makrokosmos. Spielt es einen Erdgebundenen? Ja. Diese Aktion hat ihn jetzt fast seine ganze Lebensrunde gekostet. Aber jetzt kommt der Effekt seines Erdgebundenen. Er legt eine Karte zurück ins Deck, das erhöht seine Angriffskraft auf 1000. Ist der stärkste. Warum macht er sowas? Jetzt hat er seinen Erdgebundenen zerstört. Warum hat er seinen Erdgebundenen zerstört? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß, ich sammle nur noch 100 Lebenspunkte. Ich weiß nicht, warum er seinen Erdgebundenen gerade zerstört hat. Kann mir das jemand erklären? Ich glaube, das muss ich nicht verstehen. Okay, er hat nur noch 100 Lebenspunkte. Wenn ich die auslösche, habe ich das Spiel durchgespielt. Ach, eine Hinotama-Zauberkarte wäre jetzt ganz nett. Okay, Chaosreiter Gustav. Habe ich zwei Zauberkarten auf meinem Friedhof, dann kann ich die Monster austauschen. Ja, ich habe zwei Zauberkarten, sehr gut. Ich kann die zwei Monster jetzt austauschen. Nein, meins hat dann 100 Punkte mehr. Sein Monster hat ja nur
1900 Punkte. Okay, jetzt entferne ich zwei Zauberkarten vom Friedhof aus dem Spiel. Ich habe doch zwei gesehen. Warum kann ich nur eine entfernen? Ich habe zwei gesehen. Vorhin habe ich zwei gesehen. Ansonsten hätte ich jetzt natürlich einen Seelentausch. Na, egal. Hätte ich jetzt Seelentausch gespielt, dann könnte ich ja nicht mehr angreifen. Okay, Fehler von mir. Aber ich mache jetzt einer seiner Spielmarken kalt, auch wenn ich seinen Schieferkrieger nicht klein kriege. Seine Spielmarke kriege ich trotzdem klein. Alles klar, Endphase. Er kann jederzeit seinen finsteren Simok wieder herholen. Und das macht mir Angst. Instabile Evolution erhöht die Angriffskraft seines Monsters auf 2400. Da er weniger Lebenspunkte hat als wir. Und er macht unseren Chaosreiter Gustav Platz. Wir kriegen 700 Lebenspunkte Schaden. Ich hoffe, wir ziehen jetzt ein Tributmonster. Okay, Schieferkrieger, greif ihn an und beende das Duell. Wir haben gewonnen. Wo sind wir? Was macht Roman denn hier? Bruder, hey, sieht so aus, als hätten wir einige Umwege hinter uns, oder? Dank euch allen habe ich endlich erkannt, was ich vergessen hatte. Die einzige Möglichkeit, sich dem Schicksal zu widersetzen, ist das Bündnis echter Freundschaft. Danke. Bringen wir es zu Ende. Mit dem Bündnis unserer Freundschaft. Bruderschaft, was auch immer. Janka, ist es vorbei? Ich verstehe, die Macht unserer Freundschaft hat diesen Ort, den Frieden, wiedergebracht. Gehen wir.
Und das war's auch für dieses Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und es gab ein paar Szenen, da habe ich natürlich ein bisschen schlecht über das Spiel geredet. Klar, dass das Spiel in die Länge gezogen wurde und so. Aber trotz alledem hat es mir sehr viel Spaß gemacht, es zu spielen. Und ich werde jetzt einen Special Part noch machen, in dem ich euch mein Deck zeigen werde. Und ansonsten ist dieses Let's Play auch schon beendet. Das nächste Let's Play, was Yu-Gi-Oh! Technisch sein wird, ist ein Yu-Gi-Oh! Xexa Let's Play über ein Spiel, was jetzt noch rauskommen muss. Wann es rauskommt, kann ich euch nicht sagen, aber ich werde ein paar News darüber wahrscheinlich machen, wann das Spiel rauskommen wird, und dann werde ich das Spiel auch dann Let's Playen. Gut, das nächste Let's Play, was auf meinem Kanal starten wird, ist Pokémon Pearl. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns vielleicht in einem anderen Let's Play wieder. Also, macht's gut, euer Young KLP. Ciao.